Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Im heutigen Video soll es um einen Vergleich zwischen aktiven und passiven Investments gehen, wenn man gerade dabei ist, Vermögen erst aufzubauen. Viel Spaß dabei! In diesem Video heute soll es um eine Gegenüberstellung zwischen aktiven und passiven Investments gehen. Dabei möchte ich mit der Seite der passiven Investments beginnen. Was ist ein passives Investment? Nun, das klassischste passive Investment ist wohl die klassische Buy-and-Hold-Strategie. Du kaufst dir eine Aktie und hältst sie einfach für ewig. Neuerdings werden sehr viele ETFs gekauft. Das ist ebenfalls ein klassisches passives Investment. Warum ist das für mich passiv? Nun, vielleicht ist es für dich persönlich relativ passiv. Das heißt, du investierst vollkommen automatisiert jeden Monat. Du hast da nicht wirklich aktiv viel mit zu tun. Du investierst einfach deine Sparrate jeden Monat und für mich ist passiv jedoch eher auf die Rendite bezogen. Das heißt, du hast nun beispielsweise ein paar tausend Euro in einen ETF investiert und wie der ETF sich entwickelt, ob er um 3, 5 oder 10% wächst oder vielleicht sogar fällt, du hast keinen Einfluss darauf. Deswegen ist das für mich ein absolut passives Investment. Das ist sicherlich für sehr, sehr viele Leute geeignet, gerade wenn es um die Altersvorsorge geht. Bevor man einen Riester-Vertrag abschließt, eine Riester-Rente abschließt, sollte man lieber diese Form des passiven Investments wählen. Jedoch ist es häufig so, dass Leute glauben, okay, ich investiere jetzt meine 25 Euro im Monat in Coca-Cola oder in Microsoft, eine Dividendenaktie, damit werde ich irgendwann finanziell unabhängig. Ja, ich habe schon ein Video darüber gemacht, dass es vielleicht nicht ganz so einfach ist, finanziell unabhängig zu werden, zumindest mit passiven Investments. Und genau darum soll es jetzt gehen. Wer das Ziel hat, möglichst schnell finanziell unabhängig zu werden, für den sind passive Investments wie diese klassische Buy-and-Hold-Strategie eher weniger geeignet. Aktive Investments, ich meine damit nicht aktiv gemanagte Fonds oder irgendwelche Schneeballsysteme oder irgend so ein Zeugs. Ich meine damit genau genommen zwei Dinge. Zum einen das Unternehmertum und zum anderen die Immobilie. Kurz zum Unternehmertum, speziell will ich eher auf die Immobilie eingehen. Du hast nun, denken wir zurück, 10.000 Euro in Nestle investiert oder wir machen es kleiner. Du hast 1.000 Euro in Nestle investiert und in 10 Jahren ist das Geld wahrscheinlich 2.000 Euro wert. Inflationsbereinigt ein kleines bisschen weniger, aber wir gehen jetzt einfach von 2.000 Euro in 10 Jahren aus. Nun hast du jetzt 1.000 Euro und ich möchte ein kleines Beispiel bringen, wie leicht es ist, wenn man aktiv wird, das Geld zu verdoppeln. Ich habe zum Beispiel hier meine neue Kamera jetzt vor kurzem gekauft über eBay Kleinanzeigen und habe da irgendwie 300 Euro ausgegeben. Gleichzeitig habe ich auf eBay geguckt, was so ein Artikel gebraucht kostet und habe bei verschiedenen Auktionen mitgeboten. Und die Auktionen sind immer so um die 450 Euro hoch gewesen. Das heißt, abzüglich aller Kosten wäre das eine Differenz von 100 Euro. Um nun auf die 1000 Euro zu kommen, müsste man das Ganze nur 10 Mal machen. Man muss ja nur mal bei eBay gucken, was so eine Canon EOS 600D kostet. Das hat man relativ schnell gemacht und nach ein, zwei Monaten hätte man sein Geld bereits verdoppelt. Nur als kleines Beispiel, wie schnell es gehen kann, wenn man Unternehmer ist und wenn man das Ganze nicht nur passiv macht. Wer aktiv Vermögensaufbau betreiben möchte und dafür ausschließlich passive Investments nimmt, muss ich sagen, das ist sehr mühselig und wird sehr, 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 sehr lange dauern. Also wie gesagt, für Leute, die in 45 Jahren eine ordentliche Rente haben möchten oder in 30 Jahren etwas haben wollen, nicht nur die staatliche Rente, falls es da jeweils gibt, für den ist sicherlich den passive Investments eine wunderbare Sache. Aber diese, ich werde super schnell finanziell unabhängig mit Aktien und Buy and Hold, das ist nicht ganz so einfach. Es sei denn, du verdienst unfassbar viel Geld, 4, 5, 6, 7.000 Euro im Monat kannst du anlegen, dann geht es auch an der Börse relativ schnell. So, ich möchte nun auf die Immobilien zu sprechen kommen. Und zwar, Immobilien haben immer so ein bisschen schlechten Ruf, du hast einen Mietnomaden, was passiert, wenn eine Zinserhöhung kommt und. Warum trotzdem Immobilien super sind, möchte ich anhand eines einfachen Beispiels zeigen. Ich werde hier relativ viel vereinfachen, einfach nur um zu zeigen, was dabei rumkommen kann. Und zwar, wir nehmen wieder das einfache Beispiel, du hast 100.000 Euro zur Verfügung und investierst das in einen MSCI World und wir gehen davon aus, okay, in 10 Jahren hat sich das Ganze verdoppelt. Wie schaut das nun bei einer Immobilie aus? Du kaufst eine Immobilie und bezahlst die Nebenkosten. Das heißt, ca. 10% an Nebenkosten trägst du selber, die 100.000 Euro investierst du und nimmst 100% Fremdkapital auf. Du kaufst dir eine Immobilie für 1 Million und du hast Mieteinnahmen in Höhe von 50.000 Euro.
Das ist ein Faktor 20, das ist in ostdeutschen Großstädten auf jeden Fall noch realisierbar und in westdeutschen Städten auch in vielen Gegenden ist das durchaus noch realisierbar. Man könnte nun sagen, okay, bei 1.050.000, du hättest eine Rendite von 5% Mietrendite. Jetzt betrachten wir mal die 10 Jahre und schauen, ob es wirklich 5% sind. Du hast fiktiv einen Zinssatz von 1,5. Das ist nicht der beste und auch nicht der schlechteste. 1,5% ist okay. Bei 1 Million Euro Kosten entspricht dies 15.000 Euro. Gleichzeitig tilgst du pro Jahr 2%, was bei 1 Million 20.000 Euro sind. Zudem musst du Handwerker bezahlen. Es gibt verschiedene Nebenkosten, die du nicht auf die Mieter umlegen kannst und dafür fallen nochmal ca. 5.000 Euro an. Das heißt, letztendlich bleiben noch 10.000 Euro über, was bei einem Investment von 100.000 Euro, 10.000 Euro wären 10%, klingt ganz gut. Ganz so schön ist es nicht. Du musst noch Steuern zahlen und hier musst du keine Kapitalertragssteuer zahlen, sondern es wird dein persönlicher Steuersatz angewendet. Das heißt, wenn du diese Mieteinnahmen hast, gehe ich davon aus, dass du 50% oder 45% Steuern zahlst. Der Einfachheit halber sagen wir wieder 50%, jedoch ist eine Immobilie steuerlich gesehen mit sehr vielen Vorteilen ausgestattet, sodass du alles in allem bei so einer Immobilie ca. 7.000 Euro im Jahr Steuern zahlen müsstest. Das heißt, von den 40.000 Euro kommen nochmal 7.000 Euro Steuern obendrauf und du landest bei 3.000 Euro. Bei 100.000 Euro Eigenkapital hättest du quasi eine Rendite von 3%, was auch ja, eine klassische Dividende könnte man sagen, ist das. Du kriegst quasi deine 3.000 Euro im Jahr. Wie schaut es denn nun aber nach 10 Jahren aus? Nach 10 Jahren hast du erstmal deine 30.000 Euro eingenommen. Sagen wir mal, du hast das Geld in Modernisierungsarbeiten gesteckt. Vielleicht ist noch irgendwas passiert. Du hattest mal ein wenig Leerstand. Die vergessen wir. Du hast nun 10 Jahre lang deine 2% gezahlt, was ja pro Jahr 20.000 sind. Wir gehen also von 200.000 Euro aus, die du getilgt hast. Die 200.000 Euro, die du getilgt hast, entsprechen ja sehr gut dem, was die Aktien jetzt wert sind. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn du die Immobilie für 1 Million wieder verkaufst, hättest du genau 200.000 Euro, die du steuerfrei bekommst. So, das wäre plus minus null. Nun ist es aber so, dass Immobilien ähnlich wie Aktien ja im Wert steigern sich, also wachsen am Wert, genauso wie eine Aktie oder ein Unternehmen immer mehr wert ist, hoffentlich in 10 Jahren. Genauso ist es auch bei einer Immobilie. Du steckst ja eine Menge Geld auch selber wieder rein. Wir haben ja 5.000 Euro pro Monat genommen, was an nicht umlagefähigen Nebenkosten anfällt, beziehungsweise für Modernisierungsarbeiten. Und die 3.000 Euro, die du über hast pro Jahr, steckst du ja ebenfalls in Modernisierungsarbeiten. Das heißt, wir gehen nur von einer Steigerung um 3% aus, sagen wir. Es gibt in vielen, vielen Städten ist die Rendite deutlich höher. Wir gehen nur von 3% aus. Nun kannst du das selber mal ausrechnen, wenn du 1 Million mit 3% sich entwickeln lässt und das 10 Jahre lang, kommst du ca. bei 1,34 Millionen raus. So, nun verkaufst du die Immobilie nach 10 Jahren steuerfrei für 1,34 Millionen. Du hast eine Restschuld von 800.000 Euro. Das heißt, du hast einen steuerfreien Gewinn von ca. 530.000 Euro. Das heißt, eine Aktie hat sich verdoppelt, mal 2. Die Immobilie kannst du mal 5,3 rechnen. Das ist natürlich sehr vereinfacht alles dargestellt gewesen und sind auch recht große Beträge und recht einfache Beträge gewesen. Ich kann euch sagen, auch im kleinen Stil funktioniert das ganz genauso und eine Immobilie oder Immobilien und das Unternehmertum eignen sich wirklich zum aktiven Vermögensaufbau meines Erachtens nach deutlich mehr, wenn man das Ziel hat der finanziellen Unabhängigkeit. Man kann das Ganze natürlich noch mit jeglichen Faktoren durchspielen. Schön ist bei einer Immobilie, du hast selber aktiv die Möglichkeit, daran etwas zu ändern, beziehungsweise deine Rendite einfach zu verbessern. Ich würde immer empfehlen, grundsätzlich in beides zu investieren. Gerade wenn du mit Immobilien anfangen willst, ist es sehr schwer. Allein du brauchst einen hohen Bonitätsscore, du brauchst sehr viel Eigenkapital, du brauchst Einkommensnachweise. So ganz einfach, gerade als Student anzufangen, das ist wirklich, wirklich schwer, bevor man eben auf einen Zinssatz von 1,5% kommt. An der Börse ist das Investieren deutlich leichter. Deswegen, wenn du noch gar nichts getan hast, fang an der Börse an. Wertpapiersparplan 25 Euro. Kann wirklich jeder machen, 25 Euro hat jeder zur Verfügung. Wenn du aber wirklich unabhängig werden willst, wenn du nicht nur von deinem Angestelltenjob leben willst,
dann ist ein aktives Investment meines Erachtens nach dem passiven immer vorzuziehen, ganz einfach, weil es tausendmal schneller geht, damit finanziell unabhängig zu werden. Damit sind wir am Ende von diesem kleinen Video. Ich möchte Aktien keinesfalls schlecht reden. Ich bin selber begeisterter Aktionär und investiere auch selber sehr, sehr viel in Aktien. Immobilien habe ich selber noch nicht. Das steht jetzt aber quasi als nächstes an. Ich bin schon fleißig auf der Suche nach der passenden Immobilie für mich. Und wenn dir das Video gefallen hat und du mehr Videos im Bereich Immobilien haben willst, beziehungsweise mich vielleicht damit begleiten möchtest, dass ich jetzt das ein oder andere Immobilieninvestment tätige, dann lass es mich wissen. Und selbst ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.